Okay. Gut, wir machen es mal anders irgendwie. Oftmals hilft ja ein Perspektivwechsel. Gucken wir erstmal nach einer anderen Runde. Also, bei P wissen wir, es ist irgendwo da oben. Vielleicht müssen wir auch tatsächlich von unten schauen. Kann auch sein. Ja. Oder hier bei dem Holzgestell vielleicht oder so. Der Giebel des Hauses, der dann nach links geht. So, er muss sich aber unten wieder ja, tatsächlich, du hast recht, Herr Junge. Sehr gut. Wir werden nämlich nie daran gewöhnen, dass man mit F bestätigt. Das ist doch Quatsch. Also, von oben. Und Kombinations... mit dem Stab. Genau. So, ne? Ja. That's it. Hervorragend, Herr Junge. So, damit haben wir die erste Rune gefunden. Oder, der Junge hat die erste Rune gefunden. Was? Was ist denn los? Kannst du das hier gleich mitnehmen? Nee? Nicht? Also, find halt schon. Kann man machen. Ist das doch. Na, okay. Gut, ist es nicht. Wäre auch zum Schön. Ja, aber wie gesagt, die erste Rune haben wir. Für mich hätte es die zweite auch noch gemacht. Aber nein. Sind anscheinend die nordischen Götter eigen. So. Na gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Gehen wir nochmal hier durch die Häuser durch. Oh, hey. Na bitte. Also das ist ja schon fast vor die Flinte gelaufen hier, das Ding. Na? Okay. Ja, wollen wir anscheinend ganz genau wissen. Wäre jetzt überhaupt nicht die Perspektive, wo ich sage, so passt es, aber okay, gut. Alles klar. So, wir haben zwei Stück. So, hier sind wir hochgekommen, ne? Ne, wir sind durchs Tor gekommen. Und. Ne, doch, hier sind wir hochgekommen. Verliere tatsächlich sehr, sehr schnell die Orientierung manchmal in solchen Spielen. Deswegen finde ich tatsächlich so eine Gimmick einer Karte immer sehr, sehr gut. Okay, warte mal. Hier ist die nächste Runde wahrscheinlich zu finden. Ach, Alina. Könnte jetzt aber auch... ja, so ein Balken oder irgendwas, theoretisch. Könnte passen. Es ist dran. Oh. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt. The foremost of the fire giants. His name means the black one, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Okay. Yeah. Wurde ja auch schon in, tatsächlich sogar in Tor. Ich glaube, Tor 3 war es oder so. Hier. Thematisiert. Das Sutur hieß er da. Tatsächlich. Andere Seite. Okay, alles klar. Wir müssen es aus der anderen Richtung machen. Gut. Das schaffen wir. Das können wir tun. Sieht derjenige ist, der Asgard niederbrennt oder vernichtet. Na? Will er nicht? Macht er nicht? Was ist denn los? So kein bisschen angepasst irgendwie. Aber. Okay, wir haben alle drei Runen gefunden. Wunderbar. Dann würde ich da mal sagen, können wir hier was aufmachen? Bestimmt, ne? F, warum mit F? Warum nicht? Warum denn nicht mit E? So.
So, und da kommen wir natürlich nicht hin, sondern wir müssen ja da hin, richtig. Heißt also, da werden wir den Feuerstein finden, den Feuerschrein, dann müssen wir durchs Tor kommen. Ich hab tatsächlich... Ach du Scheiße. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann schon sehen, was da durchbommelt. If I can survive the fire of Surt and escape my darkness, then so can you. Hoffentlich kann ich's überwinden. Komm, komm los, Senua, lauf! Scheiße! Eieieiei! Oh, scheiße! Oh Gott, wir brennen, wir brennen! Mann, schmeiß dich hin! Schmeiß dich hin! I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. You always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Oh Gott, ich hoffe, ich krieg das hin. Everyone. But not me. Fight now. Was heißt denn hier der Winning? Oh Mann! Ach du Scheiße, jetzt brennt er auch noch! Oh Mann! Yes! Krass, haben wir jetzt Surt getötet? Ja. OMG!
Oh Gott! Er hätte jetzt. Okay. One. Nice! A greater battle takes its place. But so it goes. Until we fall. And in the end. We all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. Knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye as I have to find your answers. Your quest. Your truth. Es ist so krass irgendwie, das ist so, man kann das ja nicht irgendwie artikulieren, was hier gerade mir vorgeht. Irgendwie, das prasselt so auf einen ein, ey, das ist ja Wahnsinn. Er kriegt das hier ja nicht alle verarbeitet. Ey, das ist ja nicht für einen Thron, der gefällt mir aber, den könnte ich mir auch vorstellen bei mir. Krass. Und ich weiß nicht, ist Druth, ist der, der ist glaube ich real verfilmt, ne? Irgendwie, der ist jetzt nicht animiert, ne? Also dafür wäre zu krass. Wie ist es denn bisher? Es ist Jojo, es ist einfach krass. Es ist einfach, ich kann es ja nicht anders beschreiben, es ist einfach krass. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Okay, die Frage ist jetzt nur. Achso, genau, es war ja noch eine dritte Tür. Okay, hier kommen wir nicht mehr vorbei. Die uns wahrscheinlich denn nach Ilheim führt. Ne? Nachdem wir jetzt die anderen beiden geschafft haben. Hab's mir auch geholt und nur kurz angespielt. Es ist Wahnsinn, Jojo. Es ist wirklich sowas von. Ich weiß nicht, intensiv. Kannst du dich anders beschreiben? Das ist einfach schockierend und erschreckend. Auch echt gut, ey. These tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Mist. Also das, was bis jetzt passiert ist, ist quasi, wir haben jemanden, den wir aus Hel holen wollen, aus der Hölle der Nordmänner. Ja, also quasi der Hölle für die Wikinger. Und ich lehne mich mal weiter zum Fenster und sage, es ist unser Geliebter, unser Mann, unser Freund, sowas in der Richtung. Ja. Wir tragen seinen Kopf mit hinten, der zu uns spricht. Wir stehen vor den Toren von Hel, von Helheim. Und haben zwei Torwächter besiegt. Diesen jetzt, Surt, Herr über das Feuer. Have you ever died before? Und Valraven, den Raben der Illusion. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not vorne seem that way to others, liegt Helheim. You know when it is true. You can feel it. Stranger in your own body. An imposter. Wir sind schon dreimal gestorben. And nothing is the same ever again. Someone has died. And she will do so again. Oh Mann. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder Nacht. Ach gut,
euch da mal. Guckt euch das da mal an. Schon der Himmel an sich ist ja schon... Ach Gott. Träumchen. Ein Träumchen. Einfach. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the river of knives to Helheim. Und? Kommen wir ohne Kampf rüber? Ich finde sie halt auch so ultra stylisch mit den Haaren und so. Das, ich finde sie halt echt cool. Finde sie richtig cool. Cool designte Spielfigur. Richtig geil. I like. So, okay. Na dann. Open the gate. Why is she waiting? Open the gate. Open the gate. No, it's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. She's done it. Stimmt. So dark. Stop the dark. Only the dead may cross. Only the dead may cross. Only the dead may cross. Sind das Flashbacks eventuell? Weil hier hat sie auch keine Bemalung und nichts. Vielleicht ihr Dorf sogar? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damien! Oh, nee, Blutadler gemacht. In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Still beats a heart. Alter, das überrollt dich einfach nur. Das überrollt dich einfach nur. Das ist ja krass, ey. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes.
Her gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandoned to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye. And you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Alter! Was willst du dazu sagen? Oh Gott, Alter, oh Gott! Also, die haben ja schon gesagt, dass das Spiel tatsächlich sehr emotional ist. Aber dass das so eine Wucht hat, hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde das absolut krass, berührend, erschreckend und. Also, ich kann mich davon nicht. Ich kann mich dem nicht entziehen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, oh, ist ein nettes Spiel. Cool. Ich finde es einfach. Um es einfach mal mit diesen Worten so zu sagen. Das ist einfach so. Oh, ich bin total sprachlos. Nichts, ja, dazu gibt es nichts zu sagen. Eine Sache, tatsächlich muss ich aber kurz mal ansprechen. Und zwar, unser Geliebter wurde quasi hier inszeniert, hingerichtet mit einer Hinrichtungsmethode, die sich der Blutadler nennt. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr die Serie Vikings gesehen habt. Und es ist tatsächlich so, dass wir spielen ja eine Keltin. Heißt also, unser Freund, Geliebter, war ebenfalls ein Kelte. Normalerweise wird diese Hinrichtungsmethode nur jemanden gewährt, um wie so eine Art Prüfung nach Valhalla dadurch zu kommen. Heißt also, dir wird, das klingt jetzt echt eklig, dir wird der Rücken aufgeschnitten und dir werden die Lungenflügel über die Schulter gelegt. Blutadler halt, ne? Wie Flügel. Und wenn du ehrenvoll stirbst, so in der Mythologie der Wikinger, und dabei nicht schreist, kommst du nach Valhalla. Also du bist dadurch quasi nochmal ehrenhaft gestorben, hast nochmal Ehre erlangt irgendwie. Solltest du schreien, am Arsch. Nix Valhalla. Nix, saufen mit den Ahnen, nichts. Keine goldene Halle für dich. Deswegen ist es eigentlich eher komisch, dass sie ihn auf diese Art hingerichtet haben. Tatsächlich, weil, also sieht für dieses Spiel krass effektiv, also der Effekt ist da, ne? Weil wirkt halt erstmal. Er kann natürlich aber auch in der Vikings-Serie totaler Blödsinn gewesen sein. Kann auch sein. Weiß ich jetzt nicht, wie authentisch die ist. Wir lassen es einfach mal so stehen, wir lassen es so wirken. Es hat definitiv seinen Effekt, mich hat's abgeholt. Irgendwie, ich hätte fast geheult. Ah, ja, jeder würde Feuer brüllen, Mutti, jeder. Feuerschalen sind ziemlich geil, irgendwie. So, ich kann mich jetzt auch nicht umdrehen. Um mal zu gucken, ob einer von hinten kommt. Zack. Ja, Mann. So, probieren wir mal ein bisschen zu parieren. Sie sehen nur krass aus den Nordmännern, ey. Ah, zu spät. Why set up a class when there is a new world ahead? The only one that makes it. Also die Schildträger, die sind wirklich übel. Die sind wirklich übel. Tatsächlich muss man sich, glaube ich, diesen Zeitlob-Move wirklich für die aufheben. Aber Vikings konnte ich nicht zusehen beim Blutadler. Das war so schlimm. Ja, ist also definitiv, definitiv. Ich stell mir das dann immer vor, wie das damals echt gewesen sein soll. Wir würden so sterben.
Ja, wenn du halt tatsächlich in einer Mythologie aufwächst, wo Sterben zu deinem Leben dazugehört. Ja, zum Sinn deines Lebens. Das ist ja bei den letzten Skamok 300, Spartiaten, genau das gleiche. Ja. Also, das hieß, glaube ich, mal irgendwie auf deinen Grabstein, du hast einen Grabstein bekommen als Spartiat, wenn du entweder am Kampf gefallen bist oder bei der Geburt gestorben bist. Ansonsten nichts Grabstein für dich. Ja, und da merkt man tatsächlich mal, es war ja ein gewähltes Ziel irgendwie. Dass die halt sagen so, ey, wir wollen sterben, wir wollen nach Valhalla, wir wollen zu unseren Vorahnen und zu Odin. In die große Halle. Alter, diese Stimme, ey, ist so krass. Alter! Oh fuck! Wer bist du? Ach du Scheiße. Na toll. Das ist krass. You're so weak, you're so weak. You can see your weakness. Krass. Nicht auf ihn. Er ist doch total unwichtig. Schneller. Und auch diese Zwielicht. Das sieht so geil aus, ey. Mann. Ja, dann wird es wohl Zeit für den Neo-Move. Ah, nein. Shit. Okay, also die Sprungattacke kann ich bei ihm nicht bringen. Ich bin zu schnell für dich. Oder auch nicht. Ja, wie ich schon gerade sagte, wäre halt geil gewesen, hätte ich irgendwie für den noch die Zeit loopen müssen. Alter, keine Springattacke. Und ich mache eine Springattacke. Das ist doch bescheuert. So, eine Fernwaffe wäre schön. Also ihn kann ich auch nicht parieren. Löscht. Mann, Alter. Mein Freund. Ja, also tatsächlich sind die Kämpfe relativ packend gestaltet hier irgendwie vom Spiel. So, was haben wir hier? Eine Barke, ein Schiff, ein Langboot. So, können wir hier lang? Drei Runen gilt es zu finden. Okay, na dann wollen wir mal. Schauen wir noch erstmal hier lang. The journey to Helheim is never a straight one. Hier haben wir noch einen Stein.
Align yourself to its secrets, and you will find yours. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Sowas von geil.